beeinflussen uns Religionen bei unserem alltäglichen Tun. Die Wissenschaft hat es uns möglich gemacht, unsere Evolution zu verstehen. Die Wissenschaft kann uns die Entstehung der Welt erklären. Dank ihr wissen wir, wie unser Körper funktioniert. Aber sie kann uns nicht sagen, was nach dem Tod mit unserer Seele geschieht. Viele Menschen haben Angst davor zu sterben, einfach zu verschwinden und nie wiederzukommen, vergessen und unwichtig zu werden, einfach nicht mehr da zu sein. Natürlich gibt es Menschen, die behaupten, keine Angst vor dieser Ungewissheit zu haben. Die einen haben keine Angst, weil sie ganz fest an ein Leben nach dem Tod glauben. Die anderen gestehen sich diese Angst einfach nicht ein. In der heutigen Zeit sind wir nahezu überall mit dem Tod konfrontiert. Die verschiedenen Religionen geben uns verschiedene Antworten auf die Frage, was nach dem Tod mit unserer Seele geschieht. Der Islam hält daran fest, dass die Seele weiterhin in geistiger Form besteht. Während des Lebens wird man ständig beobachtet und beurteilt, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod motiviert uns dazu, das Richtige zu tun, uns gegenseitig zu unterstützen, einander zu helfen und miteinander besser zusammenzuleben. Nach dem Tod wird über uns gerichtet, ob wir in das Paradies oder in die Hölle kommen. Im Islam wird der Tod nicht als das Ende, sondern als der Anfang angesehen. Der Tod befreit die Menschen von den Aufgaben dieses Lebens. Hierzu ein Zitat von dem Muslimen Said Nursi. Der Tod ist keine Hinrichtung. Er ist nicht das Nichts und auch keine Löschen oder Veraufenden. Er ist keine ewige Trennung, kein Nichts und weder Zufall noch das Verschwinden eines handelnden Subjekts. Der Tod ist vielmehr eine Entlassung von Seiten eines tätigen, barmherzigen Wesens und ein Ortswechsel. Er ist eine Reise in die ewige Glückseligkeit und zur ursprünglichen Heimat und auch ein Tor des Zusammenkommens mit 99% aller Freunden. Die Vorstellung des Lebens nach dem Tod im Christentum ist nüchterner und eindeutiger definiert. Wir alle kennen den Himmel und die Hölle und wissen, welcher Bereich für welche Menschen vorbehalten ist. Wenn man seine Fehler nicht einsieht oder aus Überzeugung böse handelt, zieht man in die Hölle ein. Die Bibel erklärt mit den 10 Geboten deutlich, was der Mensch tun sollte. Aber heute sind die Regeln etwas gelockerter. Und die meisten Christen gehen davon aus, dass wenn sie ein Leben mit guten Absichten, einem guten Willen und dem Wunsch, stets das Richtige zu tun führen, in das Paradies kommen. Denn der christliche Gott ist ein liebender und verzeihender Gott. Der Himmel ist der schönste Platz überhaupt und gilt als Belohnung für ein gutes Leben. Die Hölle andererseits wurde früher als Fegefeuer bezeichnet. Die gefangenen Seelen erhalten in der Hölle die Strafe für die Verfehlungen ihres Lebens, die sie bewusst begangen haben. Im Hinduismus wird die Jenseitsvorstellung von der Karma-Lehre bestimmt. Der Mensch selbst ist für sein Schicksal verantwortlich und nach dem Tod ist die Summe der guten und der bösen Taten der Keim für das nächste Leben. So wird der Mensch für seine Handlungen bestraft oder belohnt. Die wandernde Seele kann aber auch ihre Hülle wechseln. So ist es möglich, im nächsten Leben als Tier oder sogar als Pflanze zu erscheinen. Deshalb bemüht sich ein gläubiger Hinduist, so viele gute Taten wie möglich zu vollbringen. Denn wenn das Karma gut ist, wird man im besten Fall von einer hoch angesehenen Mutter geboren. Die Seelenwanderung findet allerdings nur so lange statt, bis der Mensch die Weisheit über das irdische Leben hinwegzusehen erreicht hat. So ist es möglich, aus dem Kreis der Wiedergeburt auszutreten. Auch in der Zeit der Ägypter glaubten die Menschen an ein Leben nach dem Tod. Um so gut wie möglich auf das Leben im Jenseits vorbereitet zu sein, sorgten die Ägypter für die Mumifizierung der Körper. Laut verschiedener Legenden, Erzählungen und Sagen glaubte man, dass der Körper für das Weiterreisen der Seele benötigt wird. Grabbeigaben sollten den Aufenthalt dort so angenehm wie möglich gestalten. Zusätzlich wurden ihnen auch Speise und Trankopfer gebracht. Forscher fanden in den Bandagen Amulette, die sie vor dem Ungewissen schützen sollten. Der Übertritt war wieder nur möglich, wenn man ein gutes Leben geführt hatte. In jeder Religion gibt es Konsequenzen. Konsequenzen, falls man in seinem Leben keine guten Taten vollbringt. Im Islam und im Christentum kommt man in die Hölle. Im Hinduismus wird man im nächsten Leben zur Pflanze. Die Konsequenzen sind der Grund, warum viele Menschen versuchen, Gutes zu tun. Also ja,
Ja, Religionen beeinflussen uns in unserem alltäglichen Leben. Und dabei spielt es nicht unbedingt die größte Bedeutung, welcher Religion man angehört. Danke.